Krawum. Was war das? Es hörte sich an, als ob jemand eine Bowlingkugel auf den Boden knallt. Willi schnarchte leise. Das war schön für ihn, denn zu Anfang hatte er sehr unruhig geschlafen. Immer wieder hatte er den Namen eines Mädchens gerufen und sich hin und her gewälzt. Krawum! Das Geräusch kam von draußen. Wer machte denn hier mitten in der Nacht solchen Lärm? Ich bekam eine Gänsehaut. Sollte ich Willi aufwecken? Ich entschied mich, ihm seinen Schlaf zu lassen und schlich mich raus. Ich folgte den Geräuschen bis zum Treppenhaus. Krawum! Leise schlich ich weiter durch die Dunkelheit und kam zu einer Tür mit einem Schild darauf. Durchgang zum Hexenturm. Bauarbeiten. Betreten streng verboten. Der Direktor. Schepper! Das Geräusch kam eindeutig aus dem Raum hinter der Tür. Mein Herz klopfte, als ich die Klinke langsam nach unten drückte. Mit einem leisen Knarren öffnete ich die Tür einen Spalt. Da konnte ich meinen Arm plötzlich nicht mehr bewegen und mein Handgelenk kribbelte. Es tat nicht weh, war aber unangenehm. Ich wollte den Arm wegziehen, doch es ging nicht. Was war das? Lass die Türklinke los, hauchte jemand hinter mir. Mein Herzschlag verdoppelte sich. Ich drehte mich langsam um und sah ein Mädchen. Sie war circa 16, hatte wunderschöne leuchtend blaue Augen und eine süße Nase. Ein Schmetterling saß seitlich in ihrem Haar, das im Mondlicht golden schimmerte. Sie trug ein Nachthemd und war atemberaubend schön. Sie könnte locker bei Germany's Next Topmodel gewinnen, bräuchte sich nur hinstellen und lächeln, dann würden die alten Säcke aus der Jury tot umfallen. Aber vorher würden sie ihr mit letzter Kraft noch ihr Foto geben. Das Mädchen schloss leise die Tür. Was machst du hier draußen mitten in der Nacht? Das könnte ich dich auch fragen. Ich passe auf, dass Typen wie du nicht sterben. Sie ging den Flur entlang. Komm schon, du musst so schnell wie möglich in dein Zimmer. Wir gingen los. Wieso sollte ich sterben? Fragte ich. Auf dieser Burg geschehen seltsame Dinge bei Vollmond. Was habt ihr hier nur alle mit dem Vollmond? Das ist kompliziert. Triff mich bitte morgen, nach dem Unterricht, am Waldsee bei der alten Jagdhütte. Ach, du meinst den Waldsee mit dem Seeungeheuer? Ja, ich muss dir was Wichtiges erzählen. Komm bitte morgen vorbei. Wir erreichten mein Zimmer und blieben vor der Tür stehen. Wieso willst du mich ausgerechnet dort treffen? Das erkläre ich dir, wenn du kommst. Oder hast du Angst? Wovor denn? Ich richtete mich auf. Ich glaube nicht an Seeungeheuer. Dann kommst du? Klar. Wie heißt du? Charlene. Ich öffnete meine Zimmertür. Ich bin, als ich mich umsah, war sie verschwunden. Dann werde ich ihr meinen Namen wohl morgen sagen müssen. Bei unserem Date. Ich hatte ein Date. Wie cool war das denn? Am nächsten Tag hatte John einige Unterrichtsstunden. Beim Mittagessen berichtet er Willi von seinem nächtlichen Ausflug. »Du warst nachts unterwegs?« rief Willi. »Bei Vollmond? Bist du vollkommen durchgeknallt?« »Hör doch auf mit dem Vollmond!« Willi sah sich nervös um. »Hier geschehen seltsame Dinge bei Vollmond!« Ich rieb mein verbranntes Handgelenk. »Ja, Charlene hat auch sowas erzählt.« »Charlene!« Willi sprang auf und warf seinen Stuhl um. Plötzlich war es still im Speisesaal. Alle Schüler sahen uns an. »Was habt ihr denn alle? Ich habe sie gestern Nacht im Flur getroffen.« »Warum war sie nicht im Unterricht?« »Weiß er es nicht?« fragte Tina. »Was denn?« »Charlene ist vor einem Monat spurlos verschwunden«, sagte Willi. »Charlene war wie eine Schwester für mich«, sagte Tina. »Meine Eltern sind ihre Pflegeeltern, weißt du? Sie ist ein Waisenkind. Es ist alles so furchtbar. Sie wollte zu den Zwillingen und ist nie zurückgekehrt. Die haben sie einfach verschwinden lassen. Grausam ermordet. Und jetzt geistert ihre wütende Seele durch die Burg und lockt Jungen zu sich in die Schattenwelt. Sie verabredet sich mit ihnen am See und stößt sie hinein zum Seeungeheuer.« »Oh Gott«, stöhnte ich. Für mehrere Sekunden schwiegen alle und mir schauderte. Hatte ich gestern wirklich einen Geist gesehen, der mich in eine Todesfalle locken will? Jetzt pochte mein Handgelenk vor Schmerz.
Na toll, ich hatte ein Date mit einem rachsüchtigen Geist an einem See mit einem Ungeheuer. Zu allem Überfluss war auch noch Vollmond.